Kapitän Merten beschreibt in seinem Buch folgendes Erlebnis. Im Herbst 1930 war er als Oberfeldwebel auf dem Linienschiff Schleswig-Holstein, als er vom ersten Offizier des Schiffes zu 3 Tagen Kammerarrest wegen eines unvorschriftsmäßig geschlossenen Mantels verdonnert wurde. Merten war kurz vorm Explodieren. Und das wenige Wochen vor seiner Ernennung zum Leutnant zur See? Kameraden und Vorgesetzte rieten ihm zu einer Beschwerde gegen den ersten Offizier. Bis auf seinen Fenris-Offizier, Kapitänleutnant Ernst Lindemann, der riet ihm mit den Worten ab. Denn schaden wird Ihnen diese Strafe nicht, wenn Sie sie ertragen lernen. Danach holte er eine Flasche Champagner hervor und trank diese gemeinsam mit dem Oberfenrich. Merten wohnte während des Arrests in einer Offizierskammer. Dort erging es ihm so gut wie noch nie auf dem Schiff. Berufliche Nachteile hatte er keine und er wurde wie alle anderen zum Leutnant zur See ernannt. Merten brachte es bis zum Kapitän zur See und wurde als U-Boot-Kommandant mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz hochdekoriert. Lindemann fiel später als Kommandant des Schlachtschiffes Bismarck.